Willkommen bei X-Defined. Wir haben hier ein nettes Gameplay mit der doppelläufigen Schrotflinte. Aber nicht die normale doppelläufige Schrotflinte, sondern die wundervoll abgesägte Schrotflinte von der höchsten Belohnung des Battle Pass, wenn es um die freischaltbaren Waffen geht. Dieses etwas über 6 Minuten Gameplay dreht sich ganz allein um diese hier. Und ich muss sagen, die ist richtig geil. Warum eigentlich die volle Länge haben, wenn man die kurze dabei haben kann? Und wenn man die richtig spielt, kann man da einiges mitmachen und auch viel Gutes erreichen an Kills und auch Killstreaks oder Killserien. In Kombination mit Abilities und taktischer Ausrüstung ist dieses Monster nervig. Es hat eine sehr kurze Reichweite und auch der Schaden lässt manchmal zu wünschen übrig. Die 2 Schuss sind jetzt auch nicht die Welt, um größere Mengen an Gegner zu bekämpfen. Oder wenn man daneben geschossen hat, Pech. Ja, was noch? Was ist noch besonders negativ? Das geringe Reservemunitionchen. Wir haben nur eine Handvoll Reserveschuss. Ich glaube, um die 10 in der Reserve, 2 direkt drin. 12 Schuss. Und das ist echt nicht viel. Da muss man wirklich gut mit umgehen oder man stirbt einfach zwischendurch. Da wir keine Perks haben, so wie in anderen Spielen und sowas wie Scavenger nicht existiert, muss man halt gucken, wo man bleibt. Ich würde es halt cool finden, würde es vielleicht eine Möglichkeit geben, seine Ammo aufzustocken, wenn man nicht gerade Eskortieren spielt. Beim Eskortieren kann man ja immer wieder an der Box, die vor einem wegläuft oder die man begleitet, Muni nachholen. Das geht jetzt ja für uns nicht. Das ist vielleicht ein Helden-Ability, dass er Munition legt und man kann sich da bedienen. Das wäre was. Aber müssen wir mal gucken. Würde eh niemand spielen. Kaum jemand spielt irgendwas Supportive-mäßiges. Na gut, es gibt ein paar Healer, die dieses Heal-Pack legen und so. Aber ja. Wie Supportive man das sehen könnte, ist jetzt eine andere Sache. Aber sonst. Also Munition nachlegen wäre eigentlich ganz cool. So. Aber. Ja, die Shotgun, wie man hier bis jetzt auch gesehen hat, die macht ordentlich gute Kills. Wir warten jetzt hier, wir wollten diese Position einnehmen. Bin mir nicht sicher, von wo jetzt genau die Gegner kommen. Ich finde es aber auch interessant, wie die Hand sich bewegt. Jetzt haben wir die Hand so im C-Griff da drum. Und dann, wenn wir anvisieren, rutschen wir mit der Hand nach unten. Aber ja, wie man sieht, schönes Nachladen. Von oben ist jemand auf mich raufgesprungen, hat mich leider erledigt. Aber man kann auch relativ nett hier, wie auf dieser Range, einfach bum bum. Man sollte mit Shotguns anvisieren. Auch wenn Leute sagen, der Spread, also wie weit die einzelnen Projektile sich ausbreiten, ist gleich groß, wenn man anvisiert oder nicht. Geht mal in den Schießstand, geht auf 10 Meter von der Wand oder 20 Meter von der Wand weg, oder 15, schießt ohne Anvisieren mit einer AA-12 oder der AA-12 komplett ein Magazin auf die Wand. Ist ein großer Spread. Dann geht daneben, macht einen Screenshot oder so, geht daneben, schießt noch ein ganzes Magazin anvisiert. Also der Streuradius ist gefühlt etwas kleiner anvisiert. Ich habe ein paar Tests gemacht, es ist minimaler Unterschied. Bin mir nicht sicher, ob das einfach nur random ist und Zufall. Aber bis jetzt hat das meistens einen kleineren Spread gehabt, wenn ich anvisiert habe. Und das ist egal mit welcher Shotgun. Und jetzt hier ist meine Muni alle, also meine geile SVD rein rausgeholt. Ah, leider einen Dritt nicht bekommen. So jemanden. So. Deswegen, ihr solltet euch das mal angucken. Selber mal auf den Schießstand gehen. Vielleicht könnte ich sonst nochmal ein Video dazu machen. Bin mir nicht sicher. Es ist bis jetzt mir immer so technisch aufgefallen, dass es vielleicht einen Unterschied gibt, ob man anvisiert oder nicht. Deswegen habe ich häufiger mal anvisiert auf etwas größeren Entfernungen. Zumindest habe ich anvisiert, weil ich mich dabei sicherer gefühlt habe. Es wirkte wirklich so, als ob meine Schüsse eher connected haben und eher den Gegner vernichtet haben oder bekämpft haben, nennen wir es mal. Als wenn ich gesprayt habe aus der Hüfte. Und ja, damit hätten wir eigentlich dieses Thema abgeschlossen. Es sind noch ein paar nette Gameplay-Kills dabei von Gegnern oder auch ein paar Fails meinerseits, je nachdem, wie man es sehen möchte, wieder. Ja, und damit sehen wir uns dann das nächste Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao. Wir erobern!
Sanitäter! Ihre Position! John!